So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir befinden uns in Meiningen. Pupsi ist gerade beim Arzt, beim Frauenarzt, und da ist das immer so kompliziert. Wenn sie da reingeht, sagen die immer direkt, du musst aber draußen warten. Weil ich bin ja ein Mann. Also du darfst nicht mal mit in die Praxis so rein, weil da ist ja kein Platz. Ne? So wie in Pupsis Wohnung ungefähr ist da kein Platz. Und so muss ich immer im kalten Flur sitzen die ganze Zeit. Und es ist so eisig da drin, dass ich mir gedacht habe, wenn ich eh mal 2 Stunden warten muss, gehe ich heute einfach mal raus und guck mir mal die Umgebung an für eine neue Folge. 7 Tage, 7 Stops. Das wurde ja schon seit Jahren gefordert von der Community. Mach doch mal wieder eine Folge 7 Tage, 7 Stops. Ich habe gesagt, bei mir in der Nähe ist gar nichts mehr. Alles ist voll. Jetzt in Meiningen kann man ja mal gucken, ob man was findet. Ich werde heute ein paar Sachen einreichen. Ich suche mir 7 Sachen, die ich einreiche, und mal gucken, was davon angenommen wird, was davon durchgeht, was davon nix ist. Ich werde jetzt mir nicht die heftigsten Sachen suchen, sondern für den Einstieg einfach mal 7 Sachen, die ich sehe, und es einfach mal probiere auf gut Glück. Bin nämlich ein bisschen eingerostet, aber vielleicht gemeinsam können wir da durch. So, das erste, was ich mir jetzt rausgesucht habe, ist die Kristallpassage. Das ist nämlich wie, ich sag mal, wie in Hibu so ein Ärztehaus, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau, aber hier sind auf jeden Fall lauter Ärzte drin. Da ist eine Apotheke drin, also alles, was irgendwie gesundheitlich oder so zu tun hat. Das sieht so aus, wenn ich es mal rumdrehe. Hier steht ganz groß Kristallpassagen dran oder Passage, da sind Kristalle abgebildet, habe ich gedacht. Das ist eigentlich ein cooles Bild. Das kannst du mal fotografieren, das kannst du mal einreichen. Wie das jetzt ist, weil hier überall Autos rumstehen, ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen abgelegen, nicht direkt auf der Straße, neben der Straße irgendwas. Habe ich jetzt hier mal ein Foto gemacht, werde das jetzt als erstes einreichen, denn da drin in der Kristallpassage ist auch der Frauenarzt, da ist Pupsi, habe jetzt geschrieben, alles rund um Fitness und Gesundheit. Und die Pokestops, das sind noch 2 Pokestops, einer ein Stück im Norden, einer ein Stück im Osten. Ich liege irgendwo dazwischen, das dürfte auf jeden Fall passen mit den Zellen. Ich drücke mal durch. Hier gibst du immer POI ein, Point of Interest. Das ist egal und mehr musst du nicht machen. Lädst du mal hoch und hoffst, dass der erste angenommen wird, akzeptiert wird. Jetzt gehen wir aber los und suchen den zweiten. So, als zweites habe ich jetzt hier was gefunden an der Mauer. Erstens haben wir zwar da gegenüber ein schönes Gebäude, was halt aus so Backsteinen ist, und das sind auch noch so, so bunte, so weiße, so Fächer dran. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe mich aber jetzt erstmal dafür entschieden, auf dieser Seite, bei diesem Gebäude, das als Wandrelief zu nutzen. Relief, Relief, wie auch immer. Da denkst du, das ist ein Balkon oder das ist so ein Fenster extra. Hier siehst du Baukunst. Das ist alles, das sieht eigentlich sehr verschnörkelt aus. Ich wollte das Wappen sagen, aber für Wappen, ich sage einfach Relief dazu. Ich habe jetzt davon erstmal ein Foto gemacht. Schreibt da jetzt Wandrelief hin am Bodenweg und werde das dann auch so mal einreichen. Normalerweise würde ich sowas gar nicht einreichen, weil ich denke, ach, das ist doch nichts. Aber man sieht immer wieder, selbst nur ein Stein an der Mauer, der anders aussieht und irgendwas da reingraviert ist, ist schon irgendwie Kunst und ist schon wieder ein Bauwerk und vor allem von Menschenhand geschaffen. Das schmeißen wir jetzt also auch hier rein. Warum ist das wichtig? Poi, ne? Point of Interest, das ist das Zauberwort für alles. Lad mal jetzt hoch. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Wenn ich hier rüber gehe, was ich an dem Gebäude gemeint habe, das hier meinte ich, diese komischen, was aussieht wie Fächer und diese ganzen kleinen Verzierungen, die da dran sind, was man auch hier so sieht, immer wieder solche Stellen an dem Gebäude, sieht auf jeden Fall auch alles künstlerisch aus. Wenn das jetzt nichts wird damit, kann man immer noch versuchen, irgendwie daraus was zu machen. Hier ist auch noch mal sowas dran. Auch wieder irgendwie quietschbunt. Aber das war mir jetzt zu bunt. So, als nächstes stehe ich hier vor so einem Tor. Da ist eigentlich direkt ein Pokestop. Da steht Drachenköpfe an so einer Hausfassade, an so einer hölzernen. Sehe ich hier aber nicht. Was ich hier sehe, ist diese Tür. Hier ist so ein Wappen. Hier ist was eingeritzt. Da steht A. Dom. Und hier steht 1906. Das finde ich auf jeden Fall interessant, so als Eingang, als Bogen, und den möchte ich auch einreichen. Hier ist aber halt direkt jetzt ein Pokestop mit Drachenköpfe.
was an so einer Holzfassade ist. Keine Ahnung, wo das ist. Hier ist das nicht. Vielleicht haben die Leute da auch geguckt wegen Zellen, dass sie das extra so schieben, dass das in eine andere Zelle kommt, damit das halt noch was wird. Und es ist was geworden und deswegen liegt das jetzt hier. Das heißt, ich muss den auch so ein Stück um die Ecke schieben und nicht direkt hier. In der Hoffnung, der ist in der neuen Zelle, dass es dann auch was wird. Ich habe jetzt hier, ich wusste nicht, wie ich es nennen soll, ich habe jetzt geschrieben ADOM 1906, Architektur von 1906. Das ist also total, naja, Bauwerk. Drücken wir jetzt einfach mal durch. Ist ein POI, wie ihr wisst. Wird hochgeladen und dann suchen wir uns jetzt, glaube ich, das nächste. Das war der dritte? Der dritte müsste es gewesen sein, genau. So, nächster Stop gefunden, wieder mal an einer Hauswand, wieder Baukunst, historische Baukunst. Das ist das Gebäude und hier oben drüber sind schon wieder so Wappen. Das sieht auch wieder richtig gut aus. Ihr habt nämlich eins da, ihr habt eins hier auf der Seite und ihr habt eins hier auf der Seite direkt vor diesem Straßenschild. Da ist auch noch eins. Da sind Drachen drauf, da ist was anderes drauf, da ist Gefieder drauf und ich habe das jetzt einfach mal hier als Wappentriblette eingereicht. Wappentriblette, bester Name, historische Baukunst, Bauwerk, passt durch, bestätigen, POI, Point of Interest, jetzt hochladen. Das war die Nummer 4, wir suchen jetzt die Nummer 5. Schade, jetzt wollte ich an dieser Hauswand dieses Mural einreichen. Hier ist nämlich so eine richtig tolle Blütenzeichnung mit Schmetterling dran und alles. Das sieht man hier wahrscheinlich wieder sehr schlecht, aber das ist schon eingereicht. Das ist sogar eine Arena und die ist momentan rot. Vielleicht sieht man es so noch mal besser, weiß es nicht, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht, was mit diesen Litfaßsäulen ist, weil hier stehen ja immer überall in der ganzen Stadt verteilt diese Litfaßsäulen. Ob man so eine Litfaßsäule einfach einreichen kann, das ist ja immer zum Dranhängen. Die Säule steht auch immer klar. Das, was dranhängt, das wechselt. Aber manchmal gehen ja auch so Informationstafeln, weil die Tafel an sich immer da ist, auch wenn der Inhalt wechselt. Manche Bewerter sagen aber, nee, das ist saisonell. Das ist ja nicht immer, das wechselt ja, aber die Tafel ist ja immer da. Also manche geben eine Infotafel mit und manche geben sie nicht mit. Meiner Meinung nach Litfaßsäule dasselbe. Litfaßsäule, zack, fertig. Ist immer irgendwas dran, immer Werbung irgendwie. Kulturelles, wenn es was gibt. Aber könnte man sagen, der Inhalt wechselt ja, also doch nicht. Ich werde es jetzt mal als fünftes einreichen, diese Litfaßsäule. So, ich habe die jetzt fotografiert natürlich, ich habe extra die nackige Seite genommen, nicht das hier vorne, weil man ja sonst wieder sagt, ja, das wechselt ja wieder. Also habe ich jetzt die nackige Seite genommen. Das Problem ist, das sieht halt mit der nackigen Seite sehr bescheiden aus, nämlich nach gar nichts. Werde wenigstens was dran gemalt und da kann man noch Sachen aufhängen, okay. Habe jetzt hier einfach nur geschrieben auch Litfaßsäule. Objekt. Ständige Aussagen von kulturellen Ereignissen und Veranstaltungen. Sieht man, komplett weiß, nichts dran, das glaubt dir doch kein Mensch. Das schmeißen wir jetzt auch rein. Boy! Und ich merke immer, wenn ich sage Tschüss, dass 2 Sekunden später das fertig geladen hat und die Nachricht kommt mit der E-Mail. Das war die 5, wir brauchen noch die 6 und wir brauchen noch die 7. Und dann haben wir schon erstmal 7 voll. Wie ich gesehen habe, stand hier, dass ich 40 Pokestops Vorschläge noch offen habe und noch einreichen kann. Seit wann ist das so viel? Als ich sonst da war, waren das doch, glaube ich, nur 7 Stück. Alle 14 Tage, dachte ich. Alle 14 Tage konnte man 7 Stück machen. Heute stehen mir noch 35 zur Verfügung. Morgen steht mir ein weiterer zur Verfügung. Das ist genial. So, das ist Meiningen, ne? Mal als kleinen Scherz eingebaut. Ich laufe gerade rum, weiß gar nicht wo, weil ich einfach so weit laufe, bis ich irgendwas sehe, was ich vielleicht noch als Pokestop einreichen kann. Und jetzt mitten hier irgendwo auf so einem Betriebsgelände hinter einer Mauer findest du das hier. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, weil hier liegen lauter Reifen und alles andere. Und ja, moin, ne? Das ist kein Pokestop.
So, da kam auch gerade noch so ein Mann mit einem Cappy in so einem weißen Lieferwagen hinter mir hergefahren. Ich habe jetzt gedacht, der bringt mich um. Weil ich, als ich in der Ecke da hinten war, wo der ganze Müll lag, stand vor der Mauer hinten dran ein weißer Lieferwagen und da saß einer drin, aber hat ausgesehen, als ob der schläft. Und jetzt habe ich dort rumgewühlt und als ich dann wegwärts gelaufen bin, hat er, glaube ich, irgendwas gesagt. Ich wusste aber nicht was. Ich bin dann einfach weitergelaufen, weil Pupsi auch gerade angerufen hat, dass er jetzt fertig ist. Jetzt ist er mir hinterhergefahren und gesagt, moin, sag mal, tust du das posten oder was? Ich sagte, ja, das würde ich auf meinen Kanal. Ja, ja, das geht schon jahrelang so. Es ist eine Sauerei, wie das da aussieht und dass sie alle ihren Scheiß dahinter werfen. Und das ist schon gemeldet und alles interessiert aber keinen. Die gucken alle immer nur weg. Ich sagte, ja, ich reiche gerade Pokestops ein, da ist mir das aufgefallen. Da kommt es halt jetzt ins Internet, dass man das mal sieht. Und er, genau das ist Meiningen. Ja, und ich dachte, ach, siehste, das ist Meiningen, genau. Da waren wir uns einig. So, wegen dem Community Raid mit Kabukime musste ich jetzt in den englischen Garten. Und da habe ich eine Holzskulptur gefunden. Die sieht ungefähr so aus. Hier ist nämlich vieles im englischen Garten schon eingereicht. Das habe ich als Pokestop an sich aber noch nicht gesehen. Eine Holzskulptur. Die ist ja nicht natürlich, die ist ja von Menschenhand erschaffen. Die habe ich jetzt mal abfotografiert. Die möchte ich jetzt hier einreichen. Ich habe jetzt einfach geschrieben, Holzskulptur im englischen Garten als Bauwerk. Zack, gehen wir hier weiter, POI. Das müsste dann der 6. Stop sein. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Hier sind halt viele Denkmäler. Hier ist eine Kapelle, hier ist alles. Aber das habe ich nicht als Pokestop entdeckt. Jetzt noch ein und dann haben wir 7 voll. So, ich habe den letzten Stop gefunden, Nummer 7. Und zwar steht, wenn man zum Park reinkommt, ein großes Schild da, Park Safari, mit lauter Richtungsweisern, dass du außen um den Park rumlaufen kannst. Und überall sind hier Tiere versteckt. Oder auch nur eins, denn ich habe bisher nur eins gefunden, und zwar dieses Reh hier. Das liegt hier in der Ecke. Ein Safari ist ja mit Tieren. Park Safari heißt für mich also, hier im englischen Garten gibt es Holzfiguren, Holzskulpturen, Holztiere, die hier versteckt sind. Da liegt ein Reh in der Mitte. Da sind schon wieder wie so Denkmäler und so Sachen. Und das ist Johannes Brahms Denkmal. Das ist eine Arena, wo wir Community Raid gemacht haben oder eigentlich gerade noch machen müssen. Da oben hier die Kapelle und so. Und das werde ich jetzt auch einfach mal einreichen. Ich denke mal, dass der Platz nicht ausreicht, dass zu viele Stops nebeneinander sind, die Zelle voll ist. Aber ich reiche es trotzdem jetzt mal ein. Habe hier Rehskulptur geschrieben, Teil der Park-Safari. Standort angegeben, mach mal wieder POI. Zack, reichen das ein. Und das ist der 7. Stop. Und das ist eine Folge, 7 Tage, 7 Stops in Meiningen. Erst da draußen bei der Kristallpassage angefangen, jetzt im Park geendet. Gibt sicherlich noch viel zu entdecken. Ich werde die Augen mal aufhalten. Ihr könnt jetzt mal reinschreiben bei allen 7 Vorschlägen, was ihr denkt. Könnt ihr eine Liste machen, 1 bis 7 untereinander. Ja oder nein, was ihr denkt, wird das angenommen? Geht das durch? Ist das wertvoll und sinnvoll zum Einreichen oder war das absoluter Trash? Ich habe erst gedacht, vielleicht baue ich auch einen Fake-Stop ein, dass ich im Internet einfach ein Bild runterlade, das irgendwo hinsetze und aus Scherz, und ihr müsst dann immer raten, welches war jetzt der Scherz? Ne, der Trash, der Fake-Stop, aber bringt ja nichts, wenn ich euch vor Ort zeige, wo was ist, dann seht ihr ja, dass der eine ja nicht da ist. Also habe ich das lieber gelassen und das ist ja eh Quatsch. Ich bin sowieso gegen Fake-Stops, aber habe das jetzt mal eingereicht. Mal gucken, was passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.